Weil dann muss man ja nur noch diese Wischenräume hier füllen und dann fällt mir das dann noch leichter zu sagen, okay, dann tun wir das jetzt so und so platzieren, weil dann hat man halt nur noch kleine Zwischenräume, die man filmen muss und nicht so einen riesigen, guck mal, was für ein gigantischer Raum das hier ist, den wir hier, weil wenn ich überlege, hier war früher Wald, wir haben da oben angefangen und haben hier dann immer Bäume geholt und so. Eigentlich sehr nice. Das wird aber auch ein großer Ort sein, an dem keine Bäume vorhanden sind. Einfach um von der restlichen baumliche Atmosphäre dann so ein bisschen zu entspannen, so einen Kontrast zum Baum abzubringen. Mal schauen, ob es so gelingt, so wie ich es mir vorstelle. Wahrscheinlich nicht. So, okay. Dann würde ich... Hier ist einfach mal... Also wenn ihr Ideen habt, das soll jetzt wirklich so ein Marktplatz sein, wo vielleicht auch verschiedene Kunstgegenstände oder sowas ausgestellt werden können und was weiß ich nicht alles. Wenn ihr Ideen habt, was ihr mit drauf soll, dann schreibt es direkt in die Kommentare. Und dann können wir da einen schönen Mittelpunkt bauen. Dann würde nämlich das hier wirklich der Mittelpunkt des Let's Plays dann... So, jetzt wollte ich in Game Mode rein. Von hier aus kann man dann überall hin, dann bauen wir hier hinten noch alles ringsherum und dann wird es hier um diesen Marktplatz herum entsteht dann langsam so eine Riesenstadt. Und das wird sicher noch Ewigkeiten dauern, bis wir das alles voll haben. Schau ich mal ganz kurz, wie ich das hier mache mit dem... erstmal brauche ich ein bisschen Erde. Ohne wird das Meere. Und ich glaube, dann werde ich... Wie habe ich den Hügel hier unten eingebunden? Gar nicht. Okay, das ist cool. Weil ich glaube, dann wird der Hügel hier weichen müssen. Zumindest ein bisschen. Und ich hole jetzt mal ein bisschen Erde hier. Da wird ein bisschen weich müssen, damit dieser Marktplatz auch in der Mitte so ein bisschen ist. So. Ich hoffe, geht das ja ganz gut. Weil ich gleich down sehe. Deswegen hebe ich es mir lieber noch ein bisschen von unten auf. Aber das hier ist auf jeden Fall. Was habe ich gerade gesagt? Aufheben für unten, die Schaufel? Welche Schaufel denn? Was für eine Schaufel? Ich habe keine Schaufel gesehen. Nein. Ich war's nicht. Nein, das war ich nicht. Könnt ihr vergessen. Nein, war ich nicht. Überhaupt nicht. Hii. So. Ich glaube, den Marktplatz baue ich dann direkt mal im Honeyball-Deck-Job-Hack. Weil mir so langsam... wird mal ein bisschen schwummrig von dem Pack hier. So, fertig. Nur nicht bei Texturen. Okay, dann nehme ich als Zweitpack auch direkt mal das dann hier. So. Obwohl. Okay. Okay. Ja, jetzt arbeiten wir so lange mal wieder am Honeyball-Texturpack. Für alle, die mich jetzt noch nicht so lange schauen, sollten wissen, dass das Honeyball-Texturpack eigentlich mein Lieblingspack ist. Nur halt, da es momentan nicht in der aktuellen Version verfügbar ist, springe ich öfters mal von einem zum anderen Pack und genieße die anderen Packs. Jetzt mal gucken, wie wir das hier regeln. Ich würde vielleicht sogar noch einen dritten rausgehen hier. Und das dann so klären. Und zwar habe ich vor, den...
wollte ich Inhibitor sagen, ja, ich habe echt zu viel gezockt. Und zwar habe ich vor diesen, wie nennt sich das denn? Ich weiß es gar nicht, wie das heißt. Den Bacon, Bacon war das, genau. Jetzt habe ich vor, den Bacon in einen Brunnen zu packen. Da mache ich hier einen Brunnen rein. Und das soll so ein bisschen so eine Lotusform so haben, also so etwas blumenähnlich japanisches, so ein bisschen. Jetzt sagt bitte nicht, dass ich hier gesagt hätte, ich will hier was japanisches bauen, weil das wird bestimmt nichts japanisches hier. Es erinnert mich gerade nur so ein bisschen die Form, die ich gerade hier baue. Deswegen habe ich ja gerade gesagt. Okay, hier haben wir noch Pflastersteine, die brauche ich aber nicht. Ich hätte dann eher gerne Steinziegel. Setze ich den Boden komplett ein hoch? Ja stimmt, das ist ja eine Absenkung hier, das heißt die gesamte... Der gesamte Ort hier wird eins hoch verlegt werden müssen. Muss ich jetzt mal schauen, wie ich das mache, und zwar... Lege ich dann erstmal ringsherum Kies. Da werden wir nur eine Menge Kies brauchen, habe ich so das Gefühl. Ja, das war es nämlich auch schon. Und zwar würde ich dann... Das geht so nicht. Da müssen wir nämlich jetzt im Moment ein bisschen tricksen. So. Ist die Frage, ob das gut aussieht, ne? Das sieht ganz okay aus. Und hier kommt dann wieder das. So. Und so. Und hier sehen wir es jetzt mal auf Kies. Ja, das sieht doch echt ganz cool aus. Jetzt Brunnen ist die Frage, wie ich es hier mache. Ich glaube, hier mache ich es dann... Ich würde so sagen, hey, kann der mich treffen da unten? Momentan erinnert es immer so in so eine kleine Festung hier. Ah, ich habe mir natürlich was dabei gedacht. Wieso selten? Okay, dann machen wir hier jetzt noch... Wie mache ich das? Hier habe ich das... Achso, hier habe ich das so gemacht. Stimmt, hier war das so. Es gibt keinen Creeper von hinten. Ich bin auf ziemlich offener Fläche gerade. Wäre unschön. Da belasse ich das mit dem schräg anbauen auch. Okay, das sieht ganz gut aus. Und dann machen wir jetzt hier unten drunter. Eine Steinschicht ist es. Ach, jetzt sind die Küber wieder blau, alles klar. So.
sind es keine leuchtenden grünen Gegenstände mehr, die mir die Freude schauen auf mich zuwandern, sondern getarnte blaue. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ich würde mir jetzt gerne über die Mauer springen hier, das wäre auch ein bisschen... Hinter mir keinen? Dann passt das ja. So. Und auch hier. Theoretisch gesehen sollte ich... was ist denn jetzt los mit dem Lachs hier? Theoretisch gesehen sollte ich das alles anschließen können. Ohne... Ich habe früher gab es mal das Problem, wenn man hier sowas eingeschossen hat, so Steintreppen an den Brunnen hier, dass er dann aufgehört hat zu arbeiten. Aber theoretisch sollte das eigentlich nicht mehr passieren. Und dann platziere ich hier, hier, hier und hier jeweils den Glowstone drauf. Du kriegst mich nicht. Schaf, hallo Schaf. Mama. So, XP einsammeln. Dann legen wir uns erstmal schlafen. Na, Verehrteste, auch alles fit bei Ihnen. Ja, das ist Ruhe. Schweigt euch aus! Genau. Haha. Alter, das Skelette. Kommt hier hoch? Fuck, die kommt hier hoch. Oder auch nicht? Ich hab's nicht scharf, dass wir Monster in der Nähe sind. Skelett. Wo ist denn ein Skelett? Ja, da wollte ich schon Blumen kaufen. Ich habe ihn auf morgen vertröstet. Denn heute ist ja hier ausverkauft und so. Okay. Boing. So, du auch noch. Ich glaube, der nicht brennt in der Rüstung. Schon feuerresistent. Aber Brains. Skelett? Ah, Cyranimo! Da war ein Skelett, ja, vollkommen richtig. Das würde ich vielleicht offen lassen. So. Hol ich mal ein paar Steine. Habe ich noch welche dabei? Ja, nicht wirklich viel. Dann gehen wir mal runter zur Monsterfalle. Wir können auch die letzten drei Level schnell machen, die wir uns noch fehlen. Dann können wir wieder eine Angel verzaubern und hoffen, dass wir dann nicht Glück des Meeres, sondern das andere ziehen. Hallo Kinder! Mal nach oben. Schützen Sie Ihren PC? Nein, will ich nicht. Ah, warte mal, ich mach's gleich weg.
Also ich will, mein PC, also ich will schon mein PC schützen, aber mein PC ist geschützt und ich will das. Ich hätte da mir aus was draufgeladen. Was ich gar nicht brauche und das will jetzt mein PC schützen, obwohl mein PC geschützt ist. Gute Nacht, und gute Nacht. Oh, noch eine Spinne. Oh, wie die Spinnen da runterkommen, das ist echt phänomenal. So. Kommt da noch was anderes aus der Spinne? Nee, gell? Kommt wirklich nichts aus der Spinne. Ein Wunder. Weil ich krabbel die Scheiße nicht auch immer wieder hoch. Lalalala. So, komm her.